Juliane Löfflers Telefon steht zurzeit kaum still. Ihre Recherche hat mit zum Sturz eines der mächtigsten Journalisten des Landes geführt. Das hat uns jetzt alles auch selber ein bisschen überrannt. Ich bin ehrlich gesagt auch davon überrascht, wie schnell und wie groß jetzt diese Geschichte geworden ist. Am Montagabend gibt Axel Springer per Pressemitteilung bekannt, man entbindet Bild-Chefredakteur Julian Reichelt von seinen Aufgaben. Der Grund? Neue Erkenntnisse nach Presserecherchen. Da ist ihre Geschichte noch gar nicht veröffentlicht. Monatelang war das Investigativteam der Mediengruppe Ippen den Vorwürfen gegen Reichelt nachgegangen. Ich denke, was wir jetzt mit der Recherche zeigen konnten, ist, dass es in der Tat Machtmissbrauch gegenüber Frauen gegeben hat und dass Julian Reichelt sexuelle Verhältnisse gehabt haben soll mit Frauen, die in einer Hierarchiebeziehung zu ihm standen und damit auch in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihm. Und dass das dazu geführt hat, dass Frauen unter diesem Verhältnis beruflich sowohl Vor- als auch Nachteile hatten. Doch zu ihrer Überraschung stoppt ihr Verleger Dirk Ippen die geplante Veröffentlichung, etwa in der Frankfurter Rundschau. Die Begründung, man wolle nicht, dass der Eindruck entsteht, wir wollten einem Wettbewerber wirtschaftlich schaden. Eine schwierige Situation für Ippen-Chefredakteur Markus Knall. Gehören Redaktion und Verlag doch eigentlich getrennt? Eine Redaktion muss frei und unabhängig handeln können. Aber eine Redaktion braucht auch immer das Vertrauen und die Unterstützung der Eigentümer und des Verlegers hinter sich. Das ist ja genauso wichtig. Und deswegen war es für mich entscheidend, diesen Diskurs intern zu führen und immer wieder rückzuversichern, ja, wir sind frei und unabhängig handlungsfähig. Berücksichtigen aber auch, wenn der Verleger grundlegende Einwände hat, und wollen das gemeinsam diskutieren. In der Konsequenz heißt das, veröffentlichen dürfen sie zunächst nicht. Übermediengründer Stefan Niggemeier hat wenig Verständnis dafür. Er berichtete zuerst über die untersagte Geschichte. Es stellt aber auch die ganze Idee von Medienjournalismus natürlich in Frage. Natürlich, wer soll sonst über Medien kritisch berichten, wenn nicht andere Medien? Natürlich sind das dann immer auch Konkurrenzverhältnisse. Aber zu sagen, wir machen das grundsätzlich nicht, weil das ist ein Mitbewerber und es soll nicht so aussehen, als wollten wir denen wirtschaftlich schaden, wäre wirklich das Ende von jeder kritischen Berichterstattung über Medien. Für Juliane Löffler steht noch etwas anderes auf dem Spiel. Das Vertrauen jener Frauen, die sich ihr geöffnet haben und das Risiko eingegangen sind, sich mit dem einflussreichen Chefredakteur der Bild anzulegen. Einige der Betroffenen haben dafür gesorgt, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo wir Springer erstmals mit den Vorwürfen konfrontiert haben, nicht in der Stadt waren. Und ich glaube, dass es verständlich ist, dass Personen, die Machtmissbrauch erlebt haben, extrem verstört sind, wenn sie das Gefühl haben, sie wenden sich hilfesuchend an Medien und diese Medien wollen ihnen erneut kein Gehör verschaffen. Das Rechercheteam entschließt sich zu einem mutigen Schritt, fordert in einem Protestbrief redaktionelle Freiheit und findet beim Spiegel einen neuen Partner für die Veröffentlichung. Hier hatten Isabel Hülsen und Kollegen im Frühjahr bereits über die Vorwürfe gegen Reichelt berichtet. Damals wurde er freigestellt, kehrte aber nach 12 Tagen auf seinen Posten zurück. Multiple sexuelle Affären mit Untergebenen und auch nächtliche SMS und Ähnliches würden immer reichen in einem anderen Haus. Insofern hat es uns dann doch erstaunt, dass er so schnell wieder da war und auf eine andere Art dann auch nicht, weil es schon auch zeigte, dass es ein spezielles Problem der Unternehmenskultur womöglich ist. Und ja auch die Begründung, mit der er bleiben durfte, einigermaßen absurd war. Die Begründung, er habe sich nicht strafbar gemacht. Außerdem schätze man Reichels journalistische Verdienste. Als Bildchef setzt er auf Lautstärke, Meinung und Attacke. Bei Bild TV, Reichels neuestem Projekt, inszeniert er sich gern als heftigster Kritiker der Corona-Maßnahmen. Wenn die Bundeskanzlerin sagt, sie kann mir als vollgeimpfte Mensch vorschreiben, dass ich eine Maske, die mich in meiner Atmung einschränkt, im Gesicht tragen muss, sehe ich das durchaus kritisch. Man weiß eigentlich gar nichts mehr. Der Staat springt mit uns um wie mit Verfügungsmasse und nicht wie das, was wir sind, der Souverän, von dem alle Macht ausgeht und der in diesem Grundgesetz, diesem wunderbaren Buch, auch einige Abwehrrechte gegen genau solche Entscheidungen hat. Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner schätzte diesen Kurs und verteidigte Reichelt, bis es nicht mehr ging. Heute wendet er sich im Selfie-Modus an die Springer-Belegschaft
versucht zu erklären, warum er Reichelt nun doch fallen ließ. Er hat uns nicht die Wahrheit gesagt und damit war klar, wir mussten sofort handeln und wir haben die Chefredaktion von Bild neu aufgestellt. Reichelts Entlassung sorgt bei seinen Unterstützern am Montagabend für Bestürzung. Nicht nur bei Twitter, auch bei Bild Live. Der Mann, der Viertel nach acht erfunden hat und der durch seine journalistischen Glanzleistungen, seine Ideen, seine absolute Power, die er in dieses Programm gesteckt hat, so viele Menschen hier bei Bild geprägt hat. Julian, wir denken an dich. Reichelt selbst hat sich bislang nicht geäußert. Für Springer kommt die Diskussion um Reichelt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Denn in den USA schließt Döpfner in diesen Tagen den größten Kauf der Unternehmensgeschichte ab. Springer ist jetzt gerade dabei, in Amerika groß aufzuschlagen. Für, man sagt, 1 Milliarde Euro wurde Politico gekauft, ein wichtiges Medium. Und das heißt, es ist gerade ein Zeitpunkt, wo die Amerikaner sich das sehr genau angucken, wer kommt da eigentlich hier hin? Was ist das für ein Unternehmen, was jetzt hier gerade so Fuß fasst? Und so berichtet auch die New York Times ausführlich über die Vorwürfe gegen Reichelt. Autor Ben Smith zeichnet das Bild einer toxischen Unternehmenskultur. Die amerikanische Medienanalystin Ann Nelson ist überzeugt, dass Springer mit der Suspendierung Reichels größere Diskussionen in der amerikanischen Öffentlichkeit vermeiden wollte. The optics are very bad. Das sieht nicht gut aus. Es würde auch für den Geschäftsführer eines amerikanischen Medienunternehmens schlecht aussehen. Aber bei Axel Springer als deutsches Unternehmen ruft das zusätzliche Bedenken und weitere Diskussionen hervor. Dass ihn die Berichterstattung der New York Times besonders schmerzt, räumt heute auch Matthias Döpfner ein. Er betont aber: Es handelt sich hier nicht um ein Kulturproblem des ganzen Springer Verlages. Es gibt dieses Problem bei Bild. Deswegen müssen wir hier auch sehr schnell noch viel grundlegender an der Modernisierung und Veränderung unserer Kultur im Sinne von Respekt arbeiten. Es klingt wie der verzweifelte Versuch einer Schadensbegrenzung. Matthias Döpfner trägt eine gewaltige Verantwortung, weil er natürlich auch derjenige ist, der Julian Reichelt gedeckt hat. Wenn sich jetzt rausstellt, dass Reichelt diese zweite Chance, wie es jetzt dargestellt wird, nicht genutzt hat, sondern, wie es heißt, auch noch dann den Vorstand angelogen hat, was weitere Verquickungen von persönlichen und beruflichen Interessen angeht, ist das natürlich auch ein Schlag ins Gesicht für Döpfner. Und er steht wirklich da wie jemand, der auch den Laden nicht im Griff hat. Hat Döpfner also den Laden nicht im Griff? Frage ich nun meinen Kollegen Daniel Buß, der sich seit vielen Jahren mit Springer und Bild beschäftigt. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Matthias Döpfner ist da ordentlich etwas entglitten. Man muss ja sagen, das Bild, die Kernmarke ist von Axel Springer die prominenteste Marke. Matthias Döpfner ist seit vielen Jahren Vorstandsvorsitzender von Axel Springer. Wenn der Kulturwandel oder die Kultur bei Bild kaputt ist, dann ist sie natürlich auch in großen Teilen bei Axel Springer kaputt. Er versucht, ein anderes Bild zu zeichnen in einer Art PR-Manöver, das ist total legitim. Das würde ich vermutlich in seiner jetzigen Situation auch versuchen. Aber das Problem Bild ist selbstverständlich auch ein Problem Matthias Döpfner. Nicht zuletzt, weil er Julian Reichelt ja über eine gewisse Zeit auch sehr ausdrücklich gestützt hat. Du hast gesagt, in seiner jetzigen Situation. Was steht denn gerade jetzt für Döpfner, aber auch damit für Springer auf dem Spiel? Also es geht um viel. Es geht zum Beispiel um die Frage, möchte man mit Axel Springer noch Geschäfte machen, gerade im Ausland. Axel Springer versucht ja vor allen Dingen international zu wachsen. Politico in den USA, den Deal haben sie jetzt eingetütet. Das haben sie jetzt bekannt gegeben. Aber Axel Springer hat ja gesagt, dass sie weiter wachsen wollen, um der erfolgreichste digitale Medienkonzern zu werden. Und da werden sich natürlich einige die Frage stellen, ist das glaubwürdig, dass es jetzt einen Kulturwandel gibt? Ist Matthias Döpfner der Richtige oder sollte man da nicht vielleicht eine andere Person installieren? Zumal man in Amerika auch besonders sensibel gegenüber MeToo-Themen ist. Aber Döpfner hat sich auch aus einem weiteren Grund in die Bredouille gebracht. Laut der jetzt veröffentlichten Recherchen hat er in einer privaten Nachricht geschrieben, Julian Reichelt sei der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt. Journalisten seien zu Propaganda-Assistenten geworden. Was könnte das jetzt für ihn bedeuten, diese Aussage? Das heißt erstmal, dass man draußen glaubt, dass er ein Verschwörungsideologe ist.
Man muss das vielleicht ein bisschen in den Kontext setzen. Das ist ja eine private Nachricht gewesen. Da geht durchaus, das sagt er ja in seinem Video, und da bin ich auch bei ihm, sowas wie eine vielleicht ironische Komponente, ein Zwinkersmiley, der vielleicht nicht gesetzt, aber gemeint wurde, verloren. Aber natürlich werden sich jetzt viele Journalistinnen und Journalisten und vor allen Dingen Verleger fragen, will man sich von Matthias Döpfner, der mit diesem Zitat jetzt verbunden sein wird, von ihm repräsentieren lassen. Er ist ja Präsident des Verlegerverbandes BDZV. Und da wird man sich sicher die Frage stellen, sollte man ihn beim nächsten Mal wieder wählen, also seine Ära verlängern oder vielleicht besser nicht. Eine neue Ära bricht jetzt auch bei Bild an. Johannes Boje ist der neue Bild-Chef. Wird er den Kurs entschärfen? Johannes Boje ist, würde ich sagen, der Typus smarter Medienmanager. Er hat ja bei der Süddeutschen Zeitung gelernt, dort auch das Digitale, das Bezahlgeschäft groß gemacht, war Medien- und Netzjournalist, hat viel über Facebook geschrieben, wurde dann von Matthias Döpfner geholt als Leiter seines Büros, Chief of Staff nannte sich das, hat jetzt die Welt am Sonntag geleitet und deutlich modernisiert. Aber Johannes Boje kann auch kräftig Meinung und vor allen Dingen, was will man denn mit einer Marke, mit einem Produkt wie Bild machen? Daraus kann man jetzt keine brave Redaktion machen. Eine Boulevardzeitung würde dann nicht funktionieren. Was er auf jeden Fall hinbekommen muss, und da wird es sicher Änderungen geben, anders geht das gar nicht, ist das Stichwort Arbeitsklima, Arbeitskultur. Da wird er sicher durchgreifen und das ist das, was Matthias Döpfner auch dringend braucht. Daniel, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne.